Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde am Bildschirm, ich freue mich, euch auf diesem Wege zu einem weiteren Wohnzimmergottesdienst begrüßen zu dürfen. Vielleicht können wir damit ein Stück beitragen, die Pandemie einzudämmen. Und wir können uns auf diesem Wege trotzdem nahe sein. Gemeinsam nah am Vaterherzen Gottes. Denn wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch, der uns für diese Woche vorgeschlagen ist, steht in Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Man könnte selig auch mit glücklich übersetzen, dann würde sich das so etwa anhören. Glücklich sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder sein. Was bedeutet Friedenstiften für dich? Es kann eine Chance bedeuten, mit anderen wieder in Verbindung zu kommen, Versöhnung zu erleben, Konflikte als Hinweise zu verstehen und Verschiedenheiten anzunehmen. Und wo beginnt Friedenstiften? Bei uns selbst. In unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Gefühlen, in unserem Handeln und Tun. Wer Frieden stiftet, trägt auf jeden Fall zur Freude bei. Und glückliche Kinder Gottes können wir in dieser Zeit wohl auf jeden Fall gebrauchen. Gott lege diesen Wunsch nach Frieden und Glücklichsein in euch, in uns hinein, trotz Entbehrungen und manch unerfüllter Wünsche. Seid gesegnet. Amen. Yeah.
Die Lesung für den heutigen Sonntag ist dem Neuen Testament entnommen, und zwar dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 17, Verse 20 bis 25. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das Kommen des Reiches Gottes. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können: Seht, hier ist es, oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Es wird eine Zeit kommen, da werdet euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt: Seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen, nicht nach. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhellt, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr, dich wollen wir loben und preisen, weil du gut bist und es gut mit uns meinst. Jesus, nach deinem Wort wollen wir handeln und leben und dir nachfolgen. Und wir wollen bereit sein für dein Wiederkommen. So bitte ich dich, hilf uns wachsam zu sein, wenn dein Reich kommt. Hilf uns achtsam zu sein für die Dinge, die du für uns bereithältst. Und schenke uns offene Ohren und Herzen für dein Wort und für das, was du uns sagen willst. Danke, dass du uns auch in stürmischen Zeiten ein treuer Begleiter bist und uns jederzeit nahe sein willst. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Es ist 0 Uhr. Bei Familie Meier klingelt es. Herr Meier ist noch wach, die Kinder sind schon lange im Bett und er denkt, es ist ein Klingelstreich. Aber es klingelt wieder. Und er geht ans Fenster und schaut aus dem dritten Stock nach unten und unten steht Herr Schuster. Und er ruft: Hey, hier, wir haben Gäste bekommen und wir brauchen dringend was zu essen. Habt ihr 3 Tiefkühlpizzen für uns? Und Herr Meier ist genervt. Hey, ich habe die Tür schon zugeschlossen, die Kinder sind im Bett. 3 Stockwerke runterzulaufen, ganz ehrlich, nee, hab ich nicht. Aber Herr Schuster lässt nicht locker. Ey, ihr seid unsere Freunde, es ist unsere letzte Chance, bitte, bitte. Aber Herr Meier macht das Fenster zu. Nö. Es klingelt wieder. Und wieder. Und wieder. Herr Meier geht nach unten, öffnet die Tür und drückt dem völlig verdutzten Herrn Schuster neben den 3 Tiefkühlpizzen eine angefangene Lasagne aus dem Kühlschrank und ein Sixpack Cola in die Hand. Hier habt ihr, was ihr braucht, okay? Aber jetzt lasst mich in Ruhe. Tschüss.
Was lernt man aus so einer Geschichte? Nun, ist gut, wenn du gute Freunde hast. Die helfen dir vielleicht einfach, weil sie gute Freunde sind. Und die haben noch einen Vorteil, wenn man sie nervt, dann helfen sie dir auch, wenn sie gar keinen Bock darauf haben. Das ist eine Geschichte aus der Bibel. Naja, nicht mit Tiefkühlpizza, aber mit Broten. Jesus hat diese Geschichte erzählt, als er etwas sagen wollte übers Bitten und übers Bekommen. In Lukas 11. Und Jesus erzählt noch mehr darüber. Er sagt, Menschen sind ja grundsätzlich fehlerhafte Menschen und tun viele falsche Dinge. Aber sie wissen auch, was gut ist. Wenn zum Beispiel ein Kind zu seinen Eltern sagt, hey, könnt ihr mir einen Fisch geben? Dann werden die Eltern ihm keine Schlange in die Hand drücken. Und wenn ein Kind sagt, ich hätte gerne ein Ei, dann bekommt es keinen Skorpion. Warum? Weil Menschen wissen, was gut ist. Und egal, ob Menschen das jetzt geben, weil sie genervt sind, oder ob sie es geben, weil sie wissen, hey, du bist ein Kind und deswegen muss man dir Gutes geben. Sie wissen, was gut ist. Und Jesus sagt, wie viel mehr weiß Gott dann, was gut für uns ist? Wie viel mehr weiß Gott, was wir brauchen, wenn sogar Menschen, obwohl sie so fehlerhaft sind, das checken? Kann ich Gott um Dinge bitten? Das steht in diesem Bibeltext, Lukas 11. Und ich lese uns mal die Verse 19 und 13 vor. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Manchmal lesen wir so einen Text gar nicht im Zusammenhang. Wir lesen nur, bittet, es wird euch gegeben, und wir denken, Gott ist so ein Wunschautomat. Ich gebe ihm eine Liste und er hat zu erfüllen, und wenn er das nicht tut, dann bin ich frustriert, dann bin ich motzig und denke mir, was ist das für ein Gott, der gibt mir überhaupt nichts. Aber wenn man hier in dem Zusammenhang liest, dann geht es um was ganz Konkretes, was Gott uns gibt, nämlich den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Vielleicht sind dir einige Predigten aus der Vergangenheit im Ohr. Ich habe immer wieder über Gut und Böse gesprochen, darüber, dass wir immer wieder mit bösen Dingen konfrontiert sind in unserem Alltag und dass es aber auch die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Dass wir hin und her gerissen sind zwischen diesen beiden Bereichen. Und dass Gott das Gute ist und dass er das in uns wachsen lassen möchte, dass wir immer mehr Gutes tun können und das Böse lassen. Und vielleicht hat dich das fasziniert und du sagst, das wäre toll, weil ich merke, im Umgang mit anderen Menschen Gutes zu tun, ist wirklich hilfreich. Das tut mir gut und anderen und ich will das eigentlich dauerhaft haben. Und dann sagt dieser Text, bitte Gott darum, dass er in der Erscheinungsform des Heiligen Geistes in deinem Leben präsent wird. Du musst nicht warten, dass er das alleine macht. Du musst auch nicht ständig darum kämpfen, dass du das alleine schaffst. Sondern du darfst Gott bitten und sagen, bitte komm du in mein Leben und hilf mir, dass ich Gutes tue. Und Gott verspricht in diesem Bibeltext, dann wird er uns seinen Heiligen Geist geben, dann wird er uns erfüllen und wir tragen ein Stück von Gott, von Gottes Gutem, was er tut, mit uns herum und das verändert unser Leben positiv. Wie bin ich auf diesen Bibeltext gekommen, als ich ihn für die Predigt heute ausgewählt habe? Nun, ich habe überlegt, morgen ist ja der 9. November. 9. November 89, ein ganz besonderes Datum in Deutschland. Mit der, man sagt, die Wende, mit dem Mauerfall beginnt der Weg zur Wiedervereinigung. Und ich habe mich gefragt, was war an diesem Tag, am 9. November 1989, eigentlich die Losung? Der Bibelvers, der über dem Tag stand durch Zufall? Und der steht tatsächlich im Lukas-Evangelium.
11, Vers 10, da heißt es, klopft an und euch wird aufgetan werden. Cool, oder? Am 9. November steht da, klopft an, euch wird aufgetan werden und die Mauer fällt an dem Tag. Der 9. November 89 ist für mich was Besonderes. Ohne den 9. November 89 wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und mich hat besonders beeindruckt, als ich vor langer Zeit schon gehört habe, dass man an dem Tag mit allem gerechnet hat, aber nicht mit Gebet und Kerzen. Was da passiert ist, das hat etwas damit zu tun, dass gebetet wurde und das Licht da war an dieser Stelle, dass es friedlich gelaufen ist. Das ist dort gewesen und Gott ist da gewesen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Beten und das vor Gott kommen tatsächlich etwas bewirkt, das Bitten und ergibt. Es gibt einen Paralleltext zu Lukas 11. Eine sehr ähnliche Textpassage finden wir in Matthäus 7 und da ist es noch etwas allgemeiner ausgedrückt. Da geht es beim Bitten und Bekommen gar nicht nur um den Heiligen Geist. Dort heißt es, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Das steht der Allgemeiner. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns erfüllt, damit wir Gutes tun können für andere, sondern wenn wir Gott bitten, dann wird er auch für uns gute Dinge bereithalten oder für die Menschen, für die wir bitten. Vor uns liegen mindestens 3 Wochen Einschränkungen. 3 Wochen, in denen wir Kontakte reduzieren wollen. 3 Wochen, in denen wir immer wieder entscheiden müssen, ist das jetzt notwendig oder nicht. Aber auch 3 Wochen, wo wir nicht vereinsamen möchten. Also eine Zeit, wo wir sehr gut überlegen müssen, was tun wir und was lassen wir. Vieles ist natürlich von vornherein untersagt und für viele Leute fallen ganz viele Freizeitbeschäftigungen weg. Der Gang ins Café, ins Restaurant, ins Fitnessstudio, vielleicht der Sportverein. Und das birgt das Risiko, dass wir diese frei werdende Zeit mit nicht so tollen Dingen auffüllen. Zum Beispiel sinnlose Serien angucken oder sehr banale Sendungen. Irgendwelche Fernsehsendungen, die ein wirklich niedriges Niveau haben. Und dass wir durch den ganzen Kram, den wir uns reinziehen, einfach auch negativ beeinflusst werden. Und das wäre doch blöd. Gerade dann, wenn wir Gutes tun möchten und wenn wir Gott in unserem Leben haben möchten und einfach erfüllt sein möchten von ihm, dann wäre es doch total blöd, unheimlich viel Zeit dafür zu verwenden, uns irgendeinen Schrott reinzuziehen, oder? Ich möchte in Erinnerung an den 9. November einfach mal die Aufforderung aussprechen, lasst uns doch in den nächsten Wochen im November auch mit Gebet und Kerzen unsere Zeit verbringen. Kerzen, ja, lasst uns doch einfach schon im November unsere Häuser mit Licht erfüllen. Einfach den Schwibbogen schon im November aufstellen. So what? Ist doch überhaupt kein Problem. Wer sagt, dass es erst ab einem bestimmten Tag sein darf? Wir können damit deutlich machen, hier ist Licht. Hier ist das Gute. Lasst uns dafür sorgen, dass es leuchtet. Und lasst uns beten. Lasst uns die Zeit dafür nehmen, Gott zu begegnen und die Zeit dafür nehmen, dass er uns erfüllen darf. Vielleicht auch mehr Bibel lesen als sonst oder mit anderen im Kontakt sein und sich austauschen über die Dinge, für die man beten möchte. Denn ich glaube, Gott kann auch heute noch Wunder tun. Aber die Aufforderung ist, bittet mich, klopft an, sucht. Und dann wird Gott reagieren und das wünsche ich mir. Ich möchte, dass wir der Sinnlosigkeit und Langeweile mit einer echten Gottesbegegnung entgegenstehen. Und zum Schluss möchte ich mit euch nochmal in die Bibel schauen. Ins Lukas-Evangelium in Kapitel 11. Denn der Text, den wir gerade besprochen haben, über das Bitten und das Bekommen, der kommt direkt nach einem Abschnitt, wo die Jünger Jesus gefragt haben, wie sollen wir eigentlich beten?
Sie haben Jesus beobachtet und festgestellt, er hat eine ganz besondere Gottesbeziehung. Und diese Gottesbeziehung hat sie so sehr fasziniert, dass sie die auch haben wollten. Und dann lesen wir das in Lukas 11, 1-3. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als Jesus aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Jesus aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist die Kurzform des sogenannten Vaterunser. Im Matthäusevangelium etwas länger und hier im Lukasevangelium kurz und knapp. Aber ich finde, die wesentlichen Dinge sind drin, die wesentlichen sechs Aspekte, die wir beten dürfen, wenn wir mit Gott reden. Erstens, Gott groß machen. Dein Name werde geheiligt. Gott einfach zu sagen, wie toll man es findet, ihn zu kennen und ihn im Leben zu haben. Zweitens, dein Reich komme. Wenn ich sage, dein Reich komme, dann wünsche ich mir Begegnung mit Gott. Dann wünsche ich mir, dass ich Gott spüren darf. Und an anderer Stelle heißt es in der Bibel, sein Reich ist schon mitten unter uns. Immer dann, wenn zwei oder drei zusammenkommen an Christen, ist Gott genau da. Und dann wird sein Reich schon lebendig unter uns. Das heißt, diese Bitte, dein Reich komme, ist nicht nur eine Bitte in die Zukunft, ich will dich irgendwann sehen, sondern es ist auch die Bitte nach Gemeinschaft. Bitte, Jesus, ich möchte Gemeinschaft mit anderen haben, die auch an dich glauben. Und ich glaube, das ist in den nächsten Wochen eine Bitte, die in uns wachsen darf und wo wir Gott inniglich darum bitten, dass wir uns wieder sehen können, mit vielen Leuten treffen können, um einfach Gott zu feiern. Drittens, die Bitte um Versorgung. Gib uns das, was wir brauchen jeden Tag. Verbunden auch mit der Dankbarkeit, wenn wir es haben. Aber auch mit dem Blick auf die Menschen, die es vielleicht nicht haben. Viertens, zu erkennen, dass ich fehlerhaft bin. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Zu merken, ja, es passiert. Selbst wenn ich nur mit 1, 2, 3 Leuten Kontakt habe, es wird trotzdem passieren, dass die Handlungen, die ich tue, fehlerhaft sind. Oder dass meine Gedanken fehlerhaft sind. Dass ich Dinge denke, die absolut mit Gott nichts zu tun haben, die schlecht sind. Und da ist es wichtig, immer wieder vor Gott zu kommen, zu sagen, das tut mir leid, nimm das weg. Lass mich auf einem guten Weg mit dir unterwegs sein. Fünftens, Menschen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Ein ganz wichtiges Thema. Dass ich nicht nur Gott um Vergebung bitte für was ich falsch gemacht habe, sondern auch merke, wie belastend es für mich ist, wenn Menschen an mir schuldig wurden. Wenn du dich zurückerinnerst an Situationen, wo dich andere verletzt haben, wo sie dich beleidigt haben, wo sie dich falsch behandelt haben, dann merkst du diese Last, die auf dir liegt. Und du merkst, das ist ein langer Leidensweg, manchmal über Jahre und Jahrzehnte, weil du das mit dir schleppst, diese Belastung. Und die will Gott wegnehmen. Gott will diese Last, die auf dir liegt, zu sich nehmen. In dem Moment, wo du denen vergibst, die an dir schuldig wurden. Mach das. Das wünsche ich dir. Und sechstens, zieh uns nicht in Versuchung oder führe uns nicht in Versuchung. Das könnte so ein Bild sein, Gott sitzt da und stellt uns ständig Fallen und findet das dann irgendwie cool, wenn wir da rauskommen und wir müssen ihn bitten, dass er das nicht macht. Aber das stimmt nicht. So ist Gott nicht. Ich lese das anders. Führe uns nicht in Versuchung heißt für mich, zieh mich näher zu dir. Gott, ich möchte nicht in die Nähe von bösen Dingen kommen. Ich möchte nicht runtergezogen werden. Ich möchte nicht runtergezogen werden von irgendwelchen Spekulationen. Ich möchte nicht runtergezogen werden von Hass, von Gewalt, von Wut. Ich möchte nicht runtergezogen werden von irgendwelchen deprimierenden Belanglosigkeiten. Führe mich nicht dahin heißt,
Zieh mich davon weg, zieh mich zu dir und präge du mich positiv. Es ist die Bitte, dass Gott in mir regiert, dass Gott mir seinen Geist gibt. Und damit schließt sich der Kreis. Lasst uns zum Abschluss beten. Dieses kurze Vaterunser mit einigen Anmerkungen von mir. Schließ einfach die Augen und sprich es in deinem Herzen mit. Wir beten. Vater, dein Name werde geheiligt. Ich will dich groß machen und dich feiern, mein Gott. Dein Reich komme. Ich wünsche mir Gemeinschaft mit dir und mit allen anderen, die dir nachfolgen. Gib mir mein tägliches Brot Tag für Tag. Gib es mir und allen Menschen, die Not leiden. Vergib mir meine Sünden. Mein Denken und Verhalten ist oft fehlerhaft. Ich brauche deine Vergebung. Ich vergebe dem, der an mir schuldig wurde. Nimm mir diese Last. Ich nenne dir jetzt konkret die Personen, denen ich vergeben werde. Und führe mich nicht in Versuchung. Zieh mich näher zu dir und sorge dafür, dass Gutes in mir regiert. Amen. Ja, ihr Lieben, danke, dass ihr so zugehört habt, und über dieses Gebet gibt es so viel zu reden, und wir wollen nicht nur reden, sondern auch aktiv sein, und ich möchte jetzt die Fürbitte halten. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank für den Tag. Danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst, dass du und bei uns bist, Herr, und danke, dass du uns das Gebet gegeben hast. Und wir wollen jetzt auch füreinander eintreten, Herr, dass wir an die Geburtstagskinder denken und für sie bitten, weil sie ganz besonders in dieser Woche deine Liebe brauchen, deine Führung erfahren im neuen Lebensjahr, dass du sie begleitest, dass du sie schützt und bewahrst. Herr, es ist in ganz besondere Zeiten, und danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen, was auch kommt in dem neuen Lebensjahr. Herr, und sei du bei uns als Gemeinde, bei den Kindern, bei den Familien,
bei der Jugend, im Mittelalter und unsere Senioren. Halt einen jeden in deiner Hand, dass wir trotz allem zusammenbleiben, zusammenstehen, dass wir durch dich gestärkt werden, dass du unser Fundament bleibst. Herr, danke, dass wir durch diese Medien auch verbunden sein können, weil jeder sehnt sich nach Gemeinschaft und wir können zurzeit es nicht haben. Herr, danke, dass wir diese nutzen dürfen, diese Medien, und dadurch sagen, wir sind da. Sei du bei den Hungerleidenden, die zurzeit vergessen werden. Herr, gib du ihnen das tägliche Brot. Sei du bei ihnen, gib ihnen das, was sie brauchen. Sei du bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton, dass die Päckchen an die richtigen Kinder kommen, dass sie in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit Freude erfahren, dass sie erfahren, wir denken aneinander, dass sie erfahren, es wird mit Liebe gepackt, es wird ein Stückchen Liebe geschenkt. Herr, bewahre du die Geber und die Bekommenden, bewahre du die Transporte, dass jedes Kind das richtige Paket bekommt. Segne du dein Wort, das dadurch ausgebreitet wird. Herr, und ganz besonders in dieser Zeit, lass uns Zeugnis sein für dich, dass wir aus dir und die Kraft schöpfen, Zuversicht auszustrahlen. Für das ist das, was die Menschen jetzt ganz besonders brauchen. Herr, und segne du uns, wie gesagt, als Gemeinde, dass wir aneinander denken, dass wir telefonieren miteinander, miteinander reden, Herr, und dass wir uns nicht vergessen. Sei du bei unseren Glaubensgeschwistern, die verfolgt werden. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der für dich einsteht und sein Leben damit aufs Spiel setzt. Herr, sei du ihm ganz besonders nahe. So, Herr, segne du uns auch an diesem Tag, sei du bei uns und schenke, dass wir uns bald wiedersehen. Amen. Und alles, was uns sonst noch so bewegt, wollen wir jetzt in das Vaterunser mit einschließen. Und wer aufstehen möchte, kann sich erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf den Segen aus Jesaja 41, Vers 10 und 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. So segnet dich Gott, der uns auf drei Arten erscheint. Gott der Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott der Sohn, mein Retter und Freund. Gott der Heilige Geist, der in mir lebt und Gutes bewirkt. Amen. Dich, behüte dich, lasse sein Angesicht.
Lass seine Angesicht leuchten.